Hallo liebe Leute, folgend geht es um ein aggressiv geführtes, spektakuläres Interview von Tito Chrupalla beim ZDF Morgenmagazin. Und es war aus meiner Sicht zum Glück, ohne Clickbait zu betreiben, war es ein gutes Interview. Die vergangenen kritischen Videos, es macht mir keine Freude, das zu machen und es bringt auch nicht viele Klicks. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig für die AfD, weil Tino Chrupalla und Alice Weidel, oder besonders Alice Weidel, ich denke, man muss jeden Mensch ein bisschen vor sich selbst schützen. Und wenn diese Leute eine Rückmeldung bekommen, dass etwas nicht funktioniert oder dass halt die Leute es merken und sie den Spiegel vorgehalten bekommen, dann schreckt das hoffentlich ab und es bewirkt eine Veränderung. Oder vielleicht haben sie auch über manche Dinge nicht nachgedacht. Und in jedem Fall geht es darum, es wieder gerade zu rücken. Also dass die, ich habe ja nichts gegen diese Leute persönlich, ich kenne sie ja gar nicht. Es geht ja darum, Verbesserungsvorschläge zu machen und niemand ist perfekt und es gerade zu rücken. Es ist, denke ich, ein Problem, oder ich neige da auch dazu, zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Extrem gut, extrem böse. Und ja, aus meiner Sicht natürlich alles Weidel, was sie jetzt gemacht hat. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Man muss sich über das freuen, was sie gut gemacht hat, beispielsweise mit der Unverschämtheit auf Lars Klingbeil, das hat sie gut gemacht. Damit hat sie auch AfD-Mitglieder und Wähler geschützt, indem sie diesen Frame zurückgewiesen hat. Also sie hat auch was für die AfD Gutes getan und andere Dinge waren halt nicht so gut. Und das ist halt irgendein Graubereich. Und jetzt zum Glück, Tino Chrupalla in dem Interview hat der es gut gemacht. Natürlich hätte man aus meiner Sicht manche Dinge noch anders machen können. Aber dazu dann später mehr. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge sollen nicht altklug wirken, sondern man kann natürlich im Nachhinein immer noch was verbessern. Also ich möchte nicht wissen, wie ich in so einem Interview, wie ich die Nerven verlieren würde oder keine Ahnung, was ich da machen würde. Aber trotzdem kann man immer Verbesserungsvorschläge machen und das merkt man sich vielleicht ein bisschen was. Und dann kann man es beim nächsten Mal noch ein Stück besser machen. Die Führung der AfD, Weidel und Chrupalla, will auf jeden Fall wiedergewählt werden. Es gibt aber auch andere Ideen in der Partei. Nur noch ein Vorsitzender oder das neue Amt eines Generalsekretärs. Über den anstehenden Parteitag können wir jetzt sprechen mit Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Mehrere Landesvorsitzende haben genau das vorgeschlagen, wollen einen AfD-Generalsekretär einführen. Sie sehen das skeptisch. Warum? Nein, da stehe ich nicht skeptisch. Das ist im Prinzip, Sie finden es gut? Ist ein Vorschlag, den ich vor 2 Jahren, wenn Sie die Berichterstattung verfolgt haben, auch schon mal gegeben habe. Das gehört eigentlich zur Professionalisierung einer Partei mit dazu, dass wir auch darüber reden, was in 2, 3 Jahren ansteht, wie man natürlich noch professioneller arbeiten kann. Ich denke, das ist legitim und das würde ich auch unterstützen. Teilweise ist der Vorschlag aber verbunden mit nur noch einem Parteivorsitzenden und man hört, dass Sie da dagegen sind. Nein, da bin ich nicht dagegen. Auch okay. Das wird auf dem Parteitag natürlich diskutiert, ob auch der Generalsekretär mit 2 Vorsitzenden zum Beispiel ausgestattet werden kann. Und im Übrigen ist das ein Antrag, der dann auch erst für die nächsten Jahre gilt, also noch nicht auf diesem Parteitag. Da sind Sie offen, höre ich aus Ihrer Antwort Absolut. Heraus. Sie bekommen auf dem Parteitag Druck von rechts. Daher möchte ich in diesem Interview mit Ihnen mal sprechen über Ihr Verhältnis zu den Extremrechten in der Partei. Und damit sind wir dann schnell bei dem bekanntesten Rechtsextremen der AfD, bei Björn Höcke, der gerade wieder vor Gericht steht, weil er wieder eine Nazi-Parole angestimmt hat auf einer politischen Veranstaltung. Haben Sie Höcke schon mal gesagt, er soll das mal lassen? Also erstmal die Definition des Rechtsextremisten und auch des Rechtsextremen, da müsste man mal in die Details gehen, was das eigentlich für jeden bedeutet. Was ich jetzt kann ich Ihnen sagen, es gibt ja politikwissenschaftliche Kriterien, da ist ein nationaler Diskurs, ein völkischer Diskurs, ein rassistischer, fremdenfeindlicher Diskurs, Diffamierung der Justiz, all das ist bei Höcke vorhanden. Kann sich jeder unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ein Bild drüber machen? Ich frage Sie, haben Sie ihm mal gesagt, dass er aufhören soll, diese Nazi-Parolen anzustimmen? Nochmal, Herr Wohn, Sie müssen mich dann auch ausreden lassen, wenn Sie diese Fragen stellen. Erstens mal ist es noch ein laufender Prozess. Ich denke schon. Es gab ja schon einen Prozess, da wurde er verurteilt. Es ist ein laufender Prozess. Auch gegen das erste Urteil hat Herr Höcke meines Wissens nach Revision eingelegt, was auch rechtlich ist im Rechtsstaat. Und solange gilt auch die Unschuldsvermutung. Das ist Punkt 1. Das zweite ist, wenn man sieht, mit welchem Aufwand und mit wie vielen Prozesstagen so ein Prozess mittlerweile verbunden ist, um welche Aussagen es hier geht, dann muss man schon von einem Schauprozess sprechen. Das muss man eindeutig so sagen. Da fehlt mir einfach die Verhältnismäßigkeit, auch in einem Rechtsstaat. Und das kann ich und darf ich auch kritisieren. Schauprozesse gab es in Nazi-Deutschland. Schauprozess heißt, die Verhandlung ist eine Show.
Das Urteil steht vorher fest und die Richter urteilen nicht nach Gesetz, sondern nach politischer Anschauung. Das werfen Sie den Richtern in Halle vor? Ich werfe das nicht den Richtern. Sie haben gerade gesagt, es ist ein Schauprozess. Herr Wund, nochmal. Es wird vor Landtagswahlen, die im Osten wichtig sind, die auch in Thüringen wichtig sind, wird Herr Höcke vor ein Gericht gezerrt und wird im Prinzip, wo man an einem Prozesstag beide Dinge gleichzeitig behandeln hätte können. Man macht es aber nicht. Man will es über Wochen in den Medien halten. Man will über Wochen dieses Thema aufrechterhalten. Und das kann ich sehr wohl kritisieren und das tue ich auch. Und Sie haben das gesagt mit dem Begriff Schauprozess, den ich gerade noch mal definiert habe. Sie haben auch gesagt, oder Sie haben die Frage nicht beantwortet, ob Sie Höcke jetzt mal gebeten haben, damit aufzuhören mit den Nazi-Parolen. Es gibt ja andere Beispiele, wo er Nazi-Vokabular benutzt. Das heißt, es gibt offenbar da keine Konsequenzen gegenüber Höcke von Sie, von Ihnen als Parteivorsitzenden. Deshalb frage ich Sie mal ganz konkret. Und vor dem Parteitag ist es ja Anlass, grundsätzlich auch mal zu sprechen. Das heißt, auch Rechtsradikale wie Höcke und andere haben eine politische Heimat in der AfD. Nochmal, wir haben mehrere Strömungen in unserer Partei. Für mich ist Björn Höcke kein Rechtsradikal und auch kein Rechtsextremist. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Und, finden Sie, es gibt Rechtsradikale oder auch Rassisten in Ihrer Partei? Es gibt Rechtsradikale und Rassisten, aber nicht in unserer Partei. Und wenn es welche gäbe, dann wären sie auch nicht Mitglied unserer Partei. Also viele sehen das anders, dass es Rechtsradikale und Rassisten gibt. Ich will es mal anders probieren. Ihr rechtsextremer Parteifreund Maximilian Krah hat gerade ein rassistisches Video gepostet zur EM. Und darin sagt er, diese Mannschaft ist keine Nationalmannschaft mehr. Sie will es auch nicht sein. Es ist eine Regenbogenmannschaft. Es stört ihn also, dass so viele Nationalspieler einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Stört Sie das auch? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich mal fragen, was ist an dieser Aussage jetzt rassistisch? Also wenn wir das als Definition des Rassismus nehmen, Entschuldigung, da sehen Sie genau, wie die Grenzen verschoben werden. Regenbogenmannschaft, das spielt ja auf Wissen die Sie, Hautfarbe Herr, an, Herr Bonn, das ist rassistisch. Ne, das aber auch darüber, Herr Bonn, das auch darüber können sich die Zuschauer selbst anhören. Ja, das natürlich, aber dann müssen wir auch ausreden lassen, dass die Zuschauer sich auch mein Bild anhören deshalb können. Deshalb frage ich Sie. Ja, genau. Also Sie unterstellen, wenn man die Regenbogenflagge kritisiert, dass man dann ein Rassist ist. Entschuldigung, ich finde es übrigens unerträglich, dass auch vor der Grugerhalle Regenbogenfahnen und die Europafahne aufgegangen hat, nicht die Europafahne, aber die Regenbogenfahne. Da gehört meiner Meinung nach eine schwarz-rot-goldene Fahne, gerade in Zeiten der EM. Und alles andere ist die persönliche Meinung von Herrn Krah, die man durchaus teilen kann. Und ich habe Sie gefragt nach Ihrer persönlichen Meinung, dass Sie stört, und das dass viele Nationalspieler keine weiße Hautfarbe haben. Stört es Sie? Natürlich stört mich das nicht. Okay, dann haben Sie da eine andere Meinung. Ich meine, wenn Sie den Tweet von Frau Göring-Eckardt gesehen haben, was Rassismus bedeutet, dann können Sie das vielleicht mal zitieren, dann können Sie auch die Zuschauer aber mal ein Bild machen, was ja, Rassismus ist. Dass Sie weder gegen die Aussagen von Höcke noch als Parteivorsitzende noch gegen die Aussagen von Krah vorgehen. Ich frage das deshalb, weil Marine Le Pen in Frankreich fährt ja einen anderen strategischen Kurs, grenzt sich ab von Rechtsextremen, unter anderem auch von der AfD, auf europäischer Ebene und öffnet sich der Mitte, um dort mehr Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Das heißt, das ist für Sie keine strategische Linie. Wissen Sie, wir sind zweitstärkste Kraft nach den letzten Europawahlen in Deutschland geworden. Wir sind stärkste Kraft im Osten. Also ich denke schon sehr wohl, dass wir mit unserer Programmatik, und darauf lege ich als Parteivorsitzender natürlich hauptsächlich Wert, beim Wähler gute Ergebnisse erzielen und dass wir auch beim Wähler durchdringen. Davon das sind die Sie Ergebnisse. Aber doch auf bundesweiter Ebene weit entfernt. Es gibt gerade neue Zahlen vom aktuellen Politbarometer. 72% sehen in der AfD eine Gefahr für die Demokratie. Ja, und wir sind daran, jeden Tag die 72% zu überzeugen, dass es Unsinn ist. Wer eine Gefahr der Demokratie darstellt und was eine Gefahr der Demokratie darstellt, das sehen wir an diesem Wochenende, wo aufgerufen wird von CDU, von Grünen, von Linken, gegen einen demokratischen Parteitag zu demonstrieren. Also in welchem Land in Europa wird so gegen einen Parteitag, das demokratische Recht, sich zusammenzusetzen, Beschlüsse zu fassen, einen Vorstand zu wählen, so agiert? Und ich hoffe, es bleibt bei diesem Parteitag friedlich und dass auch keine Polizisten oder sonstige Sicherheitskräfte dort verletzt werden. Ich hoffe, dass das in der Berichterstattung viel mehr auch von Ihnen zum Ausdruck kommt. Davon gehe ich aus und in einem freien Land darf man ja auch gegen die AfD offiziell demonstrieren. Das war der Co-Vorsitzende der AfD vor dem Parteitag. Wir haben versucht, ein bisschen über die Abgrenzung zu den Rechtsextremen in der Partei zu sprechen. Das ist vielleicht nur teilweise gelungen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen da waren. Sehr gern. Was war die Strategie des ZDF in diesem Interview? Der Moderator hat versucht, Tino Chrupalla zu entlocken, irgendwie zu entlocken, dass er nicht voll hinter Björn Höcke steht, um einen Keil in die AfD zu treiben. Das Problem ist, wenn jetzt Tino Chrupalla Björn Höcke oder Maximilian Krah nicht voll schützt, dann ist das ein Einfallstor für die Zukunft. Weil natürlich hinter Björn Höcke und der Maximilian Krah stehen ganz viele andere Leute. Und wenn jetzt Höcke oder Krah nicht geschützt werden, dann sind natürlich diese anderen Leute
auch framebar. Wie es 2020 Jörg Meuthen gemacht hat, er hat die ganze ostdeutsche AfD negativ geframed, hat also erklärt, sie sollten noch eine eigene Partei gründen und hat damit nahegelegt, dass sie unmöglich sind. Genau das gleiche damals mit dem Aussturz von Andreas Kalbitz. Ihm wurde die Parteimitgliedschaft aberkannt, nachträglich. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und wie wirkt das natürlich? Also es versteht natürlich außerhalb kein Mensch, warum so jemand abgesägt wird, der in Brandenburg auch sehr beliebt war. Also nicht nur bei AfD-Leuten, sondern bei der Bevölkerung generell. Aus meiner Sicht hatte Kalbitz in Brandenburg spektakulär gute Umfrageergebnisse. Er war schon doppelt so stark wie die CDU, wo die AfD noch relativ weit hinten lag. Und Brandenburg war immer SPD geführt, ist eher ein linkes Bundesland. Jedenfalls ist Andreas Kalbitz ein gutes Beispiel, was passiert, wenn man nicht hinter den Leuten steht. Es betrifft dann natürlich nicht nur diese Person selbst, sondern es betrifft die ganze Partei, weil dann die Kontaktschuld greift und das wirkt sich extrem negativ aus. Weshalb ja die AfD, sie war ja früher schon mal bei 18% in den Umfragen und ist dann unter Jörg Meuthen, nachdem er wieder gewählt wurde und dieses negative Framing betrieben hat, auf 10% abgestürzt. Man hat dann daraus gelernt und der Zusammenhalt war groß und man hat sich gegenseitig geschützt und die Medien konnten diese Strategie nicht mehr fahren. Natürlich hat auch geholfen, dass Corona, dann war Querdenken erstmal das erste Angriffsziel der Medien. Dann kam die Außenpolitik 2022, da war Putin das erste Angriffsziel, sodass die AfD jetzt eine Zeit lang in ruhigem Fahrwasser fahren konnte. Aber diese Zeit ist jetzt vorbei, das mit der Ukraine ist natürlich immer noch aktuell. Aber das Framing gegen Putin, es ist jetzt schon bei den Leuten etabliert und jetzt konzentriert man sich wieder auf die AfD. Was man ja auch an dieser Kampagne gemerkt hat. Und leider hat diese Kampagne gegriffen. Aus meiner Sicht ist es nicht gut, wenn man sich zu sehr über Wahlergebnisse oder Umfrageergebnisse freut und man zu überschwänglich ist. Weil man hat dann auch gemerkt, es ist dann nämlich ab einem gewissen Grad ist es nicht mehr motivierend, sondern es macht träge. Und vor allen Dingen denken dann auch anscheinend viele Leute, man muss jetzt nicht mehr zusammenhalten. Es war schon auffällig, wie mit Leuten umgegangen ist, die aus Russland oder aus dem Donbass sich einen Eindruck machen wollten. Da hat es schon angefangen, dass man diese Leute abgeschossen hat. Was natürlich dann für die Medien perfekt war. Weil sie haben ein Informationskartell aufgebaut. Sie haben absichtlich Leute nicht zu den Referenten geschickt, um nicht berichten zu müssen, dass die Leute tatsächlich zu Russland wollen. Nicht, weil Russland so toll ist, sondern weil die Ukraine tatsächlich ein Nazi-Staat ist. Ganz wie Putin es behauptet. Das ist mit westlichen Quellen beweisbar. Es ist allein schon mit Fotos beweisbar, dass wenn Vitali Klitschko oder wenn sich hohe Vertreter mit Militärangehörigen fotografieren lassen, die Nazi-Symbole tragen, oder der oberste Befehlshaber Valeri Saluschny ein Armband trägt mit einem Hakenkreuz drauf, dann ist vollkommen klar, dass so nationalsozialistische Bestrebungen geduldet oder gefördert werden. Dazu kommen Originaltöne aus Feriencamps, wo den Kindern erklärt wird, es ist in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, Menschen zu töten, aber Russen schon. Und dieses Feriencamp staatlich finanziert ist. Unser Botschafter Melnik, ehemaliger Botschafter Melnik, verharmlost Bandera, was von den Medien klein gehalten wurde oder es dann halt so als Bagatelle hingestellt wurde und so weiter und so fort. Jedenfalls ist die Ukraine schon eigentlich der erste Kritikpunkt. Aber der gilt seit 2022 immer, dass aus meiner Sicht das ein Elfmeter ist, den die AfD nicht spielt. Die AfD könnte mit dem Hinweis darauf die Bigotterie offensichtlich machen und vor allen Dingen würde es zur Entdämonisierung Russlands beitragen, weil natürlich dann plötzlich viel eher verständlich ist, dass die Leute im Donbass tatsächlich eigene Staaten bilden wollten. Und dann natürlich dann die Ukraine der Angreifer ist, wenn sie diese Gebiete gewaltsam zurückholen wollen. Dass willkürlich Zivilisten beschossen wurden, ist durch die OSZE dokumentiert. Es handelt sich hier um einen Genozid. Es sind in Anführungszeichen nur ein paar tausend Leute, aber das spielt keine Rolle. Und allein diese Vokabel, wenn man das spielen würde, dann würde die Bigotterie der Medien offensichtlich machen. Aber das habe ich jetzt ja schon einige Male erklärt, aber aus meiner Sicht muss man das immer wieder erklären, damit die Leute es sich merken und es offensichtlich mehr Leute auch sehen und es eine Wirkung entfaltet. Wie gesagt, habe ich das in anderen Videos noch viel ausführlicher erläutert, warum die Ukraine ein Nazi-Staat ist und so weiter und so fort. Wichtige Stichworte sind auch hier das Rassengesetz, das die ukrainische Ethnie bevorzugt gegenüber anderen ethnischen Minderheiten. Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat. Dazu kommt ein Sprachverbot. Also in der Ostukraine, es wird vorwiegend Russisch gesprochen und den Leuten wird verboten, Russisch zu sprechen. Was natürlich die Leute nicht gern mögen.
Und warum macht man sowas? Man macht sowas, um zu spalten und zu provozieren. Natürlich haben das die Ukraine-Regierungen seit 2014 sehr wahrscheinlich nicht einfach so gemacht, sondern weil es gewollt war von den Kräften, die sie an die Macht gebracht haben, und das waren die USA. Good. So, I don't think Cleat should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleat and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I just think Cleat going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Jedenfalls war die Distanzierung von den Leuten, die in den Donbass oder nach Russland kreisen, erste schlechte Vorboten von dem, was noch kommt. Und dann hat man Peter Büstron und Maximilian Krah nicht geschützt. Und hier in dem Interview hat man sofort gesehen, dass Maximilian Krah als rechtsextrem hingestellt wurde. Und das ist für die Öffentlichkeit sehr glaubwürdig vertretbar, weil die AfD ja ihn demontiert hat. Und wichtig zu verstehen ist, dass die AfD-Parteispitze damit nicht nur Maximilian Krah demontiert hat, sondern eine ganze Strömung in der Partei. Oder eigentlich die ganze Partei, weil ja Maximilian Krah mit einer großen Mehrheit aufgestellt wurde als Spitzenkandidat. Und vor allen Dingen greift da natürlich dieser Vorwurf viel besser, weil ja die AfD-Spitze ihr Siegel drauf gegeben hat, dass mit Maximilian Krah was nicht stimmt. Le Pen wurde natürlich auch gespielt, weswegen es ihr nicht zu verzeihen ist. Es ist ein langfristiger Schaden, der angerichtet wurde. Und es wird aus meiner Sicht, darf sich keine Illusion machen, es wird sehr lange dauern, bis die AfD wieder über 20% kommt. Und überhaupt, bis sie über 30-40% bekommt, was ja das eigentliche Ziel sein muss, weil diese ganzen Bevölkerungsschichten, mit diesen neuen Informationen ist es erstmal wieder sehr verfestigt. Also ist diese Negativhaltung gegenüber der AfD extrem verfestigt. Und es nutzen natürlich erst 30-40% nützen natürlich wirklich was, weil natürlich erst dann werden die CDU und die anderen Parteien einknicken. Erst wenn eine Schwelle von 30-40% erreicht ist. Oder wenn die AfD am besten allein regieren kann. Und das ist natürlich auch das Hauptziel der großen Medien, das zu verhindern. Und vielleicht hat man zu einem gewissen Grad hat man jetzt die 15% abgeschrieben. Man konzentriert sich darauf, also jetzt mit diesem Vorgehen, das Negativbild der AfD zu verfestigen, indem man das immer wieder spielt und man natürlich dann auch Le Pen oder auch die AfD-Parteispitze als Feindzeugen oder als überhaupt als Zeugen aufruft dafür. Für dieses Framing. Dino Kupala hat jetzt aber zum Glück Höcke und auch Maximilian Krah vollumfänglich geschützt und hat da keinen Zweifel dran gelassen. Und auf die ruhige Art und Weise, die freundliche ruhige Art und Weise, wie er das gemacht hat, war es eine Niederlage fürs ZDF. Sie hatten sich natürlich erhofft, dass sie irgendwie ihren Fuß in die Tür kriegen können. Um dann natürlich die AfD vollumfänglich framen zu können. Es war das Erfolgsgeheimnis der vergangenen zwei Jahre, dass die AfD zusammengehalten hat und sich geschützt hat. Das hat sie hochgebracht, natürlich auch mit Glück, dass Russland erfolgreich war und natürlich dadurch die eigene Regierung nicht erfolgreich war. Dazu kam die Sprengung von Nord Stream und die Wirtschaftskrise. Corona hat auch seine Wirkung hinterlassen. Es war eine Sondersituation, aus der man viel mehr hätte machen können. Weil natürlich die Sorgen der Leute unendlich groß waren und dass natürlich ganz viele verrückte Ereignisse auf einmal zusammenkamen, die ganzen Narrative der großen Medien empfindlich ins Wanken gebracht haben. Aber dieses Zeitfenster schließt sich natürlich irgendwann. Und natürlich vor allem Springer hat reagiert. Sie wollen natürlich jetzt die Wirtschaftspolitik wieder, die Parteien dazu bringen, eine ordentliche Wirtschaftspolitik zu machen. Und es zeigt auch Erfolg. Die CDU ist jetzt in den Umfragen sehr hoch. Also früher war es wahrscheinlich eine Hauptstrategie, Deutschland zu schwächen. Aber jetzt wird ja Deutschland wieder gegen Russland gebraucht. Also muss die Wirtschaft gestärkt werden, um die Leute zufriedenzustellen, damit sie auch ja dahinter stehen, dass Eurasien gespalten wird und dass man Waffen liefert. Und die Leute sind zur CDU gegangen. Jedenfalls aber ist dieses Interview der erste Schritt, das wieder war wie vorher, dass man sich gegenseitig schützt und dass dieses Framing nicht zieht. Aber das braucht natürlich eine Zeit und vor allem wäre es auch gut, Fehler einzugestehen. Weil dass man bestimmte Fehler, die man gemacht hat, das kann man heilen, indem man es als Fehler eingesteht. Also wichtig wäre es, dass man beispielsweise jetzt als Fehler eingesteht, dass man diese Leute, die in den Donbass oder nach Russland reisen wollte, wie Olga Petersen, die jetzt in Russland ist, dass man diese Leute ja stigmatisiert hat eigentlich. Oder auch Christian Blecks wurde aus der NRW-Landtagsfraktion ausgeschlossen. Also diese Leute müssten rehabilitiert werden
und müsste sich schützen und es müssten natürlich alle so geschützt werden, wie jetzt Höcke geschützt werden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder man schützt die Leute oder man schmeißt aus der Partei raus. Und Tino Kupala, er muss sich auch keine Sorgen machen. Natürlich werden die Medien immer versuchen, die Leute anzugreifen. Wegen was auch immer. Und Tino Kupala kann dann ganz geduldig bleiben und sagen, nein, sie sind nicht rechtsextrem und kann das dann auch schildern. Und es fällt dann negativ, wenn er das geschickt macht, dann fällt es negativ auf die Großmedien zurück. Das heißt dann, wenn er es richtig macht, dann schießen damit die Großmedien ein Eigentor. Tino Kupala hat jetzt schon das mit dem Rechtsextremismus-Vorwurf, er hat schon hinterfragt, was rechtsextrem ist. Und aus meiner Sicht hätte er es hier noch ein bisschen anders machen können. Indem er den Verfassungsschutz heranzieht, wie früher der Begriff Rechtsextremismus definiert wurde. Also dass er nicht nur nachfragt, was ist Rechtsextremismus, sondern dass er gleich die Definition erklärt, dass früher der Gewaltbezug eindeutig hinzugenommen wurde, damit es kein Gummibegriff ist. Und das, was jetzt der Moderator erklärt hat mit völkisch, rassistisch und so weiter, dass immer die Frage ist, was ist denn genau völkisch, was ist denn genau rassistisch? Und dass dadurch natürlich ein bestimmter Eindruck erweckt werden kann mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Und da kann er ganz freundlich sagen, dass natürlich er davon ausgeht, dass der Moderator das nicht wollte. Aber dass das natürlich ein schwammiger Begriff ist und die Leute was Unterschiedliches verstehen können. Und diese Begriffe Assoziation wecken. Und wenn die Leute darüber nachdenken, dann merken sie natürlich, dass sie getriggert werden. Und dann ist natürlich ihnen sofort klar, dass es Absicht ist vom ZDF. Also generell bei irgendwelchen Tricks, die die Medien anwenden, bei der Propaganda, am besten ist es, Tino Kupala oder anderen gelingt es, die Propaganda dem Publikum zu beschreiben, was jetzt passiert, ohne aber den Vorwurf zu machen, dass gerade Propaganda gemacht wird. Das können sich die Leute dann schon selbst denken. Die Propaganda wirkt in dem Moment nicht mehr, wo das Mittel deutlich wird, wie Propaganda betrieben wird. Ansonsten gehen die Begrifflichkeiten ins Gehirn. Wenn es so nebenbei läuft, dann geht es ins Unterbewusstsein und wirkt. Und erst kehrt sich der Effekt um, wenn es reflektiert wird, wenn darüber nachgedacht wird. Was man vielleicht auch noch hätte machen können, ist der Verzicht auf Vergleiche. Natürlich, Tino Kupala, und aus meiner Sicht, darüber kann man natürlich auch diskutieren, er wollte mit dem Begriff Schauprozess die Leute wachrütteln. Und vielleicht ist es auch, war es auch an der Stelle richtig. Aber aus meiner Sicht muss man aufpassen, dass man sich nicht angreifbar macht. Es ist eigentlich eine Hilflosigkeit, sich Vergleiche zu bedienen, vor allen Dingen geschichtlicher Vergleiche. Das ist besonders gefährlich, weil Geschichte wiederholt sich nicht. Und aus meiner Sicht hätte das gereicht, wenn Tino Kupala das beschrieben hätte, was er dann auch erklärt hat. Also das, es hätte vielleicht gereicht, wenn er einfach erklärt hätte, man hätte an einem Tag das aber abarbeiten können, wozu man ganz viel Zeit extra verwendet hat, was unnötig war und was der AfD schadet. Und hätte er vielleicht auch nochmal den konkreten Fall schildern können, dann wäre dem Publikum klar gewesen, dass das eigentlich ein Witz ist. Der Moderator hat absichtlich darauf verzichtet, nochmal den Leuten zu erklären, worum es geht. Also hat man richtig gemerkt, dass es natürlich, er wollte einfach nur erklären, es wird ein Prozess oder Björn Höcke hat vor Gericht verloren und damit wurde festgestellt, dass er was ganz Schlimmes gemacht hat. Ohne aber natürlich zu erklären, um was es eigentlich geht. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist es natürlich immer so, dass man immer noch Verbesserungsvorschläge machen kann und ich möchte nicht wissen, wie ich so ein Interview geführt hätte. Ganz wichtig ist die gute, ruhige Körpersprache von Tino Kupala. Dass er ganz ruhig geblieben ist und abgeklärt diese Sachen abgearbeitet hat und dabei einen ruhigen und freundlichen Eindruck hinterlassen hat. Sodass diese aggressive Art hier wahrscheinlich negativ auf das ZDF zurückgefallen ist. Ihr könnt schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.